Maar waar ik gekomen ben, aan de drie spelers bijvoorbeeld, Caudino, Schüttele en Fritz Walter. En ik wist al niet voor zijn naam. Caudino, Klinsmann, dat ging niet, en Fritz. En daar heb ik iemand gekocht. Ik zei, wat is los hier? Weet je, ik ben snel. Die zijn zeer goed aangevangen. En dan plotseling liep het niet meer zo. Heb ik hen gezegd zo. Es gibt eine Sitzung, ganze Mannschaft kommt, 1 Uhr nach dem Training, nach dem Essen. Ja. Morgen spielen wir ein Training. Und in dem Training sehe ich so klar, was los ist. So von Caudino und Klinsmann, die haben den Ball nicht zueinander gespielt. Und dann sitzen wir so, ich sage, es läuft hier nicht, hat jemand was zu sagen? Dann fragt man die Spieler. Keiner sagt was. Ich sage, wenn keiner was sagt hier, ich glaube, da muss ich was sagen. Aber dann habe ich gesagt, Caudino, deine Meinung jetzt, was läuft hier? Trainer, alles okay, sind nicht lügen. Dann kam es raus, Klinsmann, ich stehe frei, ich kriege einen Ball von ihm und dann ging es los, untereinander. Und dann, was war jetzt der Grund? Okay, pass mal auf, dass ich sage, okay, stopp, wissen wir jetzt. Klinsi, warum? Deine Perspektive, ja. Warum ist das? Dann hat er gesagt, ja, Trainer. Wir haben keinen Aufschlag bekommen, von der war kein Geld, haben sie alle gesagt. Wir haben nichts Extras bekommen und die kaufen drei Spieler. Also das war nur der Kindersinne von, wir haben kein Geld bekommen, weil der Verein sagt, wir haben nichts und kaufen trotzdem drei Spieler. Wo das in Ordnung war, also wenn wir das mal geklärt haben, dann lief es wieder.